Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley in alter Frische. So, wir starten hier gleich mal. Jo, die Nacht war kurz, weil wir haben ja auch kein Dings hier, kein Zeug verkauft in der Truhe. Ah, guckt, unser Schatz ist jetzt Krabbelkind. Na, aber jetzt kann ich es nicht mehr so schön hochwerfen. So, wie weit sind wir da eigentlich? Oh, Jesus, na. 28 Tage zum Kleinkind braucht es auf jeden Fall noch. Im Herbst hat es Geburtstag. Ja gut, ich weiß gar nicht, wie sind das? Ist es? Ich habe so Sachen gelesen oder gehört, dass Kleinkind dann zum Schluss die letzte Phase vom Ganzen ist. Heute geredet, ja ganz klar. Und dann ist eh rum. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir für das nächste Level brauchen. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihr was schenken kann. Na, mein Schatz. Ups, ich wollte das eigentlich hier nicht wegnehmen. So. Dieses Haus ist so viel schöner als eine alte Hütte. Ich vermisse sie nicht. Okay, schön, dass du es sagst, mein Schatz. Darf ich das wieder hinstellen? Danke. Kriegst einen Bussi dafür. So, heute ist, glaube ich, auch nichts, ne? 12, ja. Ja, nimm mal lang, dann ist hier der Nachtmarkt. Nicht nackt, sondern Nacht. So, und Dr. Harvey hat bald Geburtstag. Dem kann man was Eingelegtes schenken, zum Beispiel. Eingelegte Gehirne und so, da freut er sich schon. So, mal einfach zum Spaß. Einfach zum Spaß. Kann ich dem Kind eine Kokosnuss schenken? Geht es? Ja, ich krieg zwar das Geschenkesymbol, aber ja, nee. Beschenken geht leider nicht, deswegen steht er auch nicht heute schon beschenkt oder so. So, ja, jetzt ist der Stall hier natürlich zwecklos, ne? Man kriegt jetzt zwar ein Handsymbol, man kann ihn nicht versetzen. Ja, es hat hier Zeug zum Knuddeln. Eigentlich muss ich den Bär hier noch hier ins Zimmer mit reinstellen. Komm, ja, machen wir mal so. Ja, machen wir das mal so. Drehen kann man es ja, glaube ich, gar nicht, oder? Kann man das drehen? Nee. Okay, nee, also irgendwie drehen kann man es, glaube ich, nicht. Oder ich habe die Taste nicht rausgefunden. So. Oh, wir haben einen Brief. Da wurde gerade Kohle fertig, jawohl. Was ist denn hier fertig? Nichts. Auf jeden Fall ist die Saat jetzt ein bisschen weit, aber die anderen hier, die sind noch ein bisschen käglicher. Gut. So. Und unser Fischräusler hat schon wieder das gleiche wie gestern gefunden hier. Ja, und ich finde es richtig geil, dass es jetzt hier automatisch funktioniert, ohne dass wir Köder reinpacken. Wir lesen mal den Brief. Brief? Hallo? Ich schalte mal auf irgendwas, wo ich nichts drin habe. So. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf, Robin. Oh, 50. Geilometer. Danke, Robin. Kann man im Winter natürlich brauchen, ne? So für einen Ofen. Aber ich habe damit was vor. Ich könnte da theoretisch auch gleich Kohle draus machen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Oh ja, da sind schon einige Kohlestücke gegangen hier. 13 Stück hat er schon. Köder. Immer dieser blöde Köder hier. So, zack, Bums. Und Mayonnaise. Petti-Mayonnaise. Na, meine Katze. Wie geht's dir? Maunzi. Eigentlich kann man doch im Winter nichts in den Druck tun, der gefriert doch der, das springt doch dann hier. So, Hacke. Eine prähistorische Rippe. Dieses prähistorische Rippchen, das können wir echt gleich wegschmeißen, wenn wir so wollen. Oder beziehungsweise ja verkaufen natürlich. Sammlungen. Artefakte. Die haben wir zweimal insgesamt gefunden, aber wir haben die schon im Museum hier. Uns fehlt eigentlich nur der Knochen und das, diese Tafel hier. Das könnte wieder irgend so ein Fossil sein. Und dann weiß ich gar nicht. Dann, aber es fehlen doch tatsächlich noch Sachen hier. Bei den Fischen haben wir noch, ja, da zum Beispiel Lampenfisch und so weiter. Hä, ich verstehe es gerade nicht. Irgendwas musste ja noch fehlen hier. Fange alle Fische, das wird mir nicht mehr leben. Hä, was ist denn eigentlich das? Ach, da steht, wie oft ich sowas gekocht habe. Da kann ich nachgucken. Der Mohn-Muffin, nicht Monde. Sondern Mohn. Ja, Mohn. Nee, das hört sich bescheuert an. Sorry. So.
Zack, das hängen wir an die Angel. Und das packen wir da unten gleich in die Schublade rein. Das können wir gleich ein bisschen weiter. Ja, wobei, das macht keinen Sinn. Das wird eh verkauft. Das können wir. Warte mal. Bevor ich weitermache, wir haben ja noch nicht in den Fernseher geguckt heute. Ja, gut, wer guckt in den Fernseher? Da muss ich ihn ja aufschrauben. Ich gucke eher auf das Fernsehgerät sozusagen, auf den Bildschirm. So, Wetterbericht. Morgen ein paar Zentimeter Schnee. Was ich ein bisschen schade finde. Jetzt kommt hier zwar auch ein bisschen wenig Musik. Hier noch so eine Jukebox für hier. Oder ein Radio für hier. Das wäre geil. Ah, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister sind heute leicht verstört. Ja, super. Wie schaut es in Prozenten aus? Minus 6,3%. Ja, schön. Ja, Geister sind genervt. Ich bin also auch genervt. Ja, aber wenn ich mit euch zusammenspiele, dann bin ich nicht mehr genervt. Dann bin ich richtig fröhlich. So. Mit Freunden ist immer geil. Ihr seid ja alle meine Freunde. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal gedrückt fühlen. Ich mag euch alle. So. Das war das. Die Hasen. Und den müsst ihr mir noch ein paar kaufen. Wir hätten das Geld eigentlich. Hm? So. Bock, 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 bock. Lalala, da gibt es doch den Song Ich wünschte, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Legt jeden Morgen ein Ei und dann, ja, so irgendwie. Film, Quatsch, Film. Liedtitel oder Liedtext bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, nee, also, ich weiß nicht. Ich wollte nicht unbedingt jetzt ein Huhn sein. Ich weiß nicht, warum, aber nee, nee, es muss nicht sein. Manches andere Tier wäre ich halt gern. Ne? Also es gibt durchaus wirklich Tiere, wo ich sage, das wäre ich gern. So, wie war das mit der goldenen Wolle? Hat man, die goldene Wolle ist wertvoll. Deswegen machen wir das mal so rum. Mein Schweinderl wollte ich jetzt auch nicht unbedingt sein, weil ja, da kannst du dir sicher sein, du bist irgendwann dran und wirst geschlachtet. Ich weiß ja nicht, ne? Ja, vielleicht so ein Vogel, so ein Falke oder sowas hier irgendwie. Ein Adler, das wäre doch was hier. So ein richtig prächtiger, schöner Vogel. Ja, eigentlich irgendwas in der Nahrungskette, was so schnell nicht getötet oder gefressen wird hier von irgendwas anderem. Sowas muss man eigentlich sein. So, aber ich sag's jetzt mal so. Stardew Valley hat sich das mit der Musik eigentlich bei Minecraft abgeguckt, so ein bisschen, weil bei Minecraft, wenn du es auf Vanilla hast, sozusagen, tut die Musik sich auch nicht sehr bemühen. Die kommt ab und zu mal und ja, genauso wie eigentlich hier im Spiel. Ja, da ist wieder, ich glaube, das ist ein Dings. Jetzt habe ich was vergessen hier, ja, ich weiß, aber erstmal machen wir das, weil das hier auf einmal ja mal verschwindet. Ich weiß zwar nicht, wie das verschwinden kann, aber ja. Haben wir schon oft gehabt. Fünfmal Kohle plus einmal, zweimal Golderz. Das finde ich hervorragend. Das ragt so richtig raus, dass ich schon sehen kann hier. So, und dann habe ich was vergessen, wie gesagt. Ich habe vergessen, hier die Wolle reinzupacken von Frau Holle. Ich habe das noch nicht leer gemacht. Oder, hä? Okay. Ich kann noch nicht mehr in das Ding reingucken. Was ist denn jetzt kaputt? Aber ich habe doch das alles ausgeräumt. So, das hier rein, das hier rein. Wolle, das lohnt sich doch. Das lohnt sich tatsächlich. Hä? Ist das teurer geworden? Kann ja sein. Dann wird es natürlich verarbeitet. Dann macht es mehr Sinn. Aber warum kann ich da jetzt, Moment mal, mal gucken, ob das ein Bug ist gerade hier. Wir gehen mal raus und wieder rein. Gehen mal aus dem Weg. Ach Mensch. Jetzt beweg doch mal dein Hintern. Okay. Irgendwie ist da gerade Backhausen. Aber wir haben es leer gemacht. Er war dabei. Also ich meine, ich hätte alles rausgetan. Das kann jetzt nicht sein, dass da jetzt noch was drin liegt. So. Dann hätte ich hier wieder ein paar Eier. Pam, 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 pam. Pam, pam. Bam, bam. So, 73. Okay, wir nehmen mal erstmal ein bisschen Kohle raus. Dann haben wir ja noch was zum Verkaufen.
Jawohl, das ging jetzt schnell. Das tun wir umgehend hier gleich mal reinlegen. Wie weit ist 5 Kohle braucht der Brotzyklus hier, ne? So, ach, da habe ich ein Ei vergessen. Ich habe ein Ei übersehen. So, das gibt es aber auch hier. Das kommt natürlich auch gleich postwendend hier rein und die Entenfeder natürlich auch. So, wie gehabt, heute ist Freitag. Wie gehabt, werden wir jetzt dann gleich ins Dorf fahren. Oder was heißt fahren? Wir reiten ja. Höchstens ich installiere den Trecker-Mod, dann können wir vielleicht mit dem Trecker ins Dorf fahren. Ja, es gibt tatsächlich einen Traktor-Mod. So. Und da tut es ja schon wieder ordentlich hier. Das ist es nämlich. Ja, Freitag ist ja der Typ da hier. Guten Tag, Goldmakrel. Für 500 behalte es. Das habe ich selber. Qualität springt ein bisschen immer ganz dicht. Entschuldigung. Der war gerade blöd gehangen hier. Ja. Nicht, dass ich euch jetzt die Ohren weggehustet habe hier. Heieiei. Ich hasse solche nicht sich ankündigen. Oder Sessel für 500. Es wäre eigentlich fast. Es wäre eigentlich fast angenehm, oder? Komm, ach, was soll's. Was kostet die Welt? Kaufen wir den einfach. So. Was ist denn? Ach, da waren mehrere Dinge übereinander hier gerade. Ich gucke jetzt gerade mal kurz hier in den Wald rein. Weil wegen Artefakten und so. Ja, das liegt immer noch da. Ja, das sind immer noch die zwei gleichen da. Stechlaube. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier runter. Ja, da kommt man ja mal nicht durch. Ja, da würde ich tatsächlich auch ein paar Büsche entfernen können, wenn es möglich wäre. Dass die neu wachsen können. Ja, irgendwo ist, soll da was sein. Ah, da. So. Ich bin einmal jetzt hier kein so ein Deko-Freak, aber ja, ich habe jetzt einfach was gekauft. Genauso die Hüte hier. Die Hüte könnte man natürlich auch neue kaufen, aber ja, für was? So, zeig mal an, was hast du denn auf Lager? Einfach mal so. Eine coole Kappe, eine glücksbringende Schleife. Da wüsste ich jemand, der die gerne aufsetzen würde oder könnte. Eine gute alte Kappe, das sieht aus wie so eine, ja, wie so eine Jägerkappe. Ein Bowlerhut. Seit wann trägt so ein Bowling so eine Kappe? Wahrscheinlich heißt die einfach nur so. Die hat nichts mit Bowling zu tun. Eine Schmetterlingsschleife für 1000 Mauseohren, Katzenohren. Ja, das sieht alles ganz süß. Ein Tiara, eine Wintersternmütze, Ohrenschützer. Wobei man eigentlich im Winter so eine Wintersternmütze hier wäre was. Ja, da wäre man Nikolaus hier. Eine feine Schleife, das ist ganz dezent hier bloß. Pflaumen, was? Kapau oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man das ausspritzt. Eine Tropi-Klammer. Jägerkappe. Ach, da haben wir auch die Jägerkappe, okay. Gänseblümchen. Ein Truckerhut. Ein Südwester, was auch immer das sein soll. Eine Beamtenkappe. Ja gut, können wir auch als Kapitänsmütze benutzen. Ein Wassermelonenband. Blaue Mütze, gepunktete Schleife. So, da hat es schon wieder so einen Huster im Hals gesteckt, so blöd. Ja, wir könnten eigentlich theoretisch alles nehmen. Hühnermaske. Wir könnten, aber wozu? Ich glaube, man kriegt noch nicht mal hier ein Achievement für. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ist denn das? Sind es 10 Stück mindestens? Ne, sind knapp 15, also 15.000. Ja. Und da habe ich gerade die ganze Zeit hier das Laufgeräusch gemacht hier. Es war nicht nervig, aber ja. So. Da habe ich was übersehen da hinten. Na, jetzt, Dattle. Mensch, ich hasse das. So, Winterwurz. Können wir natürlich gebrauchen zum Saatgut machen. Da war doch noch was. Wahrscheinlich finde ich das jetzt gerade nicht, weil es vielleicht sogar hinter dem Baum ist. Da, doch, da ist der Krokus. Ein Krokus. Und da ist nochmal was. Und da ist auch nochmal was. Ach, das habe ich jetzt total übersehen da hinten. Ach, herrje, wo... Ah, das geht ja ganz weit hinter. Liegt es da hinter dem Baum? Zeig mal an. Ein Krokus, ah ja, okay.
Wollte eigentlich schon sagen, ja, leck mich doch, ich fahre wieder weg hier, ich reite wieder weg. Ich sage mal fahren. Ich muss doch einen Träger installieren hier. Aber dann wäre das arme Pferd leer ohne Job hier. Eine Winterwurz. Nee, das ist Süßkartoffel. Ich bin aber echt am Überlegen, ob wir da noch ein paar Hasen kaufen. Komm, wir machen es einfach. Was soll's? Servus. Und sie ist einmal da. Das ist ja mal erstaunlich. Tiere kaufen. Hase. Sind flauschige Hasen. Jawohl. Das sind doch keine Angora-Hasen. Ein Hühnerstall von den Hasen. Die gehen natürlich nein in Silo. Hasen nicht erlaubt. So, die gehen in die Mühle. Doch nicht. Die gehen ins Haus. Auch nicht. Nee. Miners? Ich weiß es einfach nicht. Hoppel haben wir, glaube ich, schon. Ein Hüpfer, glaube ich, auch. Soll ich das nehmen, was mir gerade in den Kopf kommt? Oh mein Gott, das, da könnt ihr mich jetzt steinigen für. Ich mach's einfach mal so. Lalalalala. Ich sag nichts dazu, so. Sehr schön, ich sende dir kleine Rammler sofort. Was? Piep, das muss ich rauspiepen. So, nochmal. Wir tun jetzt aber mit Hasenkauf. Ich habe gedacht, kostet nur 5000. Na egal, wir haben das Geld ja. Wir haben das Geld ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das geplant hatte. Hatte ich irgendwas gesagt, dass ich das Geld aufheben will für irgendwas Besonderes? Bonnie und Clyde. Nee, danke. Bugs Bunny haben wir auch schon. Wie heißt diese Häsin da aus diesen Looney Tunes oder so? Das fällt mir leider nicht mehr ein. Ich weiß es nicht. Also das ist albern. Rabbit. Okay, so. Mir fällt nichts Besseres ein. Ich sag ja, ihr müsst mal Vorschläge schreiben. Ihr müsst hier mehr Vorschläge machen, mehr adoptieren. Wobei wir auch mehr Schweine kaufen könnten. Hase. Was? Kurt? Oder? Nee, Kurt! Oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Roger! Genau, Roger Rabbit. Sehr schön. Die Kleine, sind das alles Weible? Da müssen die sich hier vermehren. So, wir kaufen jetzt einen Stall voll. Einfach mal so, weil es geht. Was? Licio? Was ist das für ein bescheuerter Name? Ich habe eine Idee. So. Ja, der nächste ist jetzt ein Gabel, der nächste Messer. Nee, das soll eigentlich angelehnt sein an ihre Ohren. So. Hi, wie oft begrüßt du mich eigentlich noch? So, noch ein Hase. Zack. Was? Tenello? Das hört sich an wie irgendeine Internetfirma oder sowas. Was gibt's denn noch? Wie heißt denn die? Ja, ist um einen Film. Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Mensch, ich muss den Film wieder gucken. Habe ich nur 5-mal schon geguckt, aber egal. Klopfer haben wir, glaube ich, auch. Springer haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Mir fällt nichts mehr ein. Hoppel haben wir auch schon. Ja, Hopp der Hase, das ist ein Film auch, ja. Aber das klingt mir so doof. Felix ist ein Katzenname. Pfote. So. Kann man eigentlich fast jedes Tier nennen. Sehr schön. Ja, und jetzt weiß ich mal. Harry! Jawohl, ja, super. Ja, die Kamera ist unter uns, ja. Na? Jetzt hier ein Texas. Handhaben wir das halt so. Da holen wir das Laser raus und fangen uns die Hasen hier einfach mal so. Auch so ein Bulle ist ja gar kein Thema. Aufgesprungen und zugereitet. So. Ein Hase. Zeki, das hört sich ja an. Puh. Lalalalalala. Bipi, 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 bipi. Bommel, Mr. Bommel. Doch, komm.
Was weiß ich? Ne, nicht Mommel. Mommel ist blöd. Muss ich ja alles löschen, okay. So, zack. Jawohl. Ja, schon wieder Hase. Das hatten wir schon. Hase. So, der nächste heißt jetzt einfach Hasen. Was? Grutas? Igitt? Da könnte ich ja gleich Günther nennen oder sowas. Oder Gustav oder was weiß ich, Jabik oder Keller Kufti oder irgend sowas hier. Norman. Nee. Mir fällt echt nichts mehr eins. Schnuffi, so. Oder Schmuffi, keine Ahnung. Ja, das heißt halt Schmuffi. So, können wir noch eine Hase kaufen. Ich hau dir noch den Dresen zusammen. Wie viele Hasen können wir denn noch kaufen? Ah, okay, jetzt haben wir es. Dann reicht's bitte. Was kostet eigentlich noch ein Schweindall? Bip, bip. Bockel, Bockel, Bock. Wie? Echt? Ist auch schon voll? Echt jetzt? Das war noch ein Haufen Platz. Okay. Gut, deswegen wird man auch keinen Nachwuchs mehr bekommen, weil wir schon die Scheuer voll haben hier. Naja, tut mir leid, Mani, dann will ich nichts mehr. Die grinst immer so hier. Natürlich, die Kohle. Dann würde ich auch grinsen hier. So. Mann, erst 11.30 Uhr? Das ist ja unglaublich. Na, erst geht es wieder hier. Also im Winter, naja, das würde ich dann nicht im Winter machen hier. So, es wird wieder ein Aushang da hängen. Flieh, flieh, flieh. Jawohl, es hängt ein Aushang. Was willst du haben? Ich hätte gern Eisenbarren auf mein Regal stellen. Bitte, komm irgendwann heute damit vorbei, Sandy. Echt? Heute noch? Sandy wird zufrieden sein. Also ich stelle auch gern Eisenbarren auf mein Regal. Das, ja, naja gut, wenn sie es will. Ach, da ist er, Abigail. So, Blom, 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 blom. Alles weggekauft, verkauft, meine ich. Warte mal, was sind das da hinten? Ach, das Bild mit Häusern. Ach so, ich habe gedacht, das wären Leute. So. Okidoki, aufgesitzen und weiter geht's. Ja, jetzt haben wir nur 800.000. Wir haben Geld verloren. Nee, wir haben jetzt uns einfach ein paar Hasen gekauft. Oh, guckt an, da sind ein paar Fundstücke, Fundorte. So, hoffentlich was Gescheites. Eine merkwürdige Puppe, die haben wir glaube ich schon. Die sieht ein bisschen aus wie dieser Gommit oder wie er heißt. Wallis und Gommit oder so ähnlich. So, da haben wir noch eine Christbeere. Haben wir da hinten auch noch was? Ja, tatsächlich. Da in der Dings hier. Jemand in der Straße hier, Löwenzahn. Böp, 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 böp. Ja, so rausgekracht hier. Da ist doch mal einer abgekommen. Der ist mal hier einen Zaun geknallt. So. Also ich glaube, die Püppi hier, das haben wir schon, dieses merkwürdige Artefakt-Sammlung. Ja, und auch diesen komischen grünen Gnom hier. So, merkwürdige Puppe, jawohl, das haben wir. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das ist auch der Klassiker. Ich mach's auf, guck gar nicht so richtig. Zwei Stück, okay. Ich glaube, eine haben wir in der Wüste gefunden damals. Die haben aber auch schon gespendet, so viel ich weiß. Und das haben wir, glaube ich, auch. Den Rückenwirbel hier. Sammlung. Artefakte. Rückenwirbel. Das ist vier Stück, jawohl. Du bist im Weg, mein Pferd. So. Dann machen wir das gleich mal so. Wir hauen das gleich mal hier in die Tore rein. Aber richtig reinhauen. Das muss richtig knallen. So, und von dem restlichen, da können wir jetzt gerade zart machen. Warte mal. Es fehlt eine. Nee, es fehlt keine Herstellung. Hoppala. 10. Doch, es fehlt noch was. Es fehlt noch mal eine Kristallbeere. Da haben wir welche auf Lager. Ihr habt da was im Lager. Sammlungen. Quatsch. Falsch. Herstellung. So, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. So, und weiter geht's. Plopp. 91 ist auch noch nicht genug hier. Der Morgen ist nicht genug. Und der Winterwurz. Warte mal.
Ey, warum ist das eine Standard-Winterwurzel? Das ist ja lame hier. Aus der Winterwurzel kann ich ja so nichts machen, oder? Doch, ich kann Saatgut draus machen. Warte mal, doch, ich kann. Aus der Winterwurzel selber kann ich, glaube ich, hier Saatgut auch machen. Aber das ist jetzt so lohnenswert. So, jetzt machen wir folgendes. Den Sessel tun wir natürlich hier draußen aufstellen. Nee, machen wir nicht. Ja, wo stelle ich denn jetzt den Sessel hin? Das ist jetzt eigentlich da zum Kamin, ne? Ja, da wir halt hier nur so eine isometrische Ansicht haben, können wir das leider auch nicht großartig rumdrehen, wie wir das bräuchten. Ups. Oh, Lieferung. Ich stelle ihn hier gerade neben dem Ofen hin. Lieferung. Bitte was? Ach, Emily will eine Joja-Cola. Was haben wir noch? Die will Eisenbahn. Was wollen wir noch? Send ihn Hering. Echt jetzt? Ach, je, das habe ich total vergessen. Habe ich einen Hering übrig? Wahrscheinlich mal wieder nicht, ne? Kaulbarsch. Brassekarpfen. Lalala. Wir müssen angeln. Barsch. Lachs. Sardine. Könnt ihr denn Sardine nehmen? Oder eine Sardelle? Das hätte ich da. Mist. Habe ich nicht. Da sowieso nicht, ne? Nope. Den Eisenbahn. Den könnte man mal übergeben. Eisenbeißen in dem Meiseneisen. Was? Und eine Joja-Cola. Können die eine kaufen? Aber da wird der Gewinner nicht dahin. Wer wollte das nochmal? Sandy. Wo ist Sandy? Map. Sandy, wo bist du? Wo ist die Sandy? Sandy. Ist denn die Sandy? Ich hab's übersehen wahrscheinlich. Hä? Der Alex ist wieder beim Pam. Hä? Moment mal. Nee. Ich bin so. Piep, 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 piep. Die Sandy, das ist. Ah, das ist in der Wüste. Och nee. Ich will doch gar nicht eigentlich, aber komm, dann investieren wir das. Das ist ein teures Geschenk. So, 5, das lohnt sich doch gar nicht, ja. Die gibt es bloß 300 für den Barren hier. Das lohnt sich doch gar nicht. Na gut, dann können wir hier noch kurz die Artefakte abklappern. So, hier ist wegen's wärmer. Kann man jetzt hier einfach den Knochen mitnehmen und spenden. So. Du armes, verbranntes Ding. Ja, warum denn? Hey, also du hast mein Gesuch gesehen, den Aushang. Sieht perfekt aus. Das nächste Mal schicke ich das per Post, ne? Wenn es gehen würde. Hier ist etwas für deine Mühen. Müh. Ja, das hat sie mir gleich überwiesen, okay. Naja. Puh. So, jetzt Sattel. Hoffentlich ist das Gescheites dabei. Stein. Lehm. Das wird immer besser. Nix. Lehm. Das heißt, genehm der Lehm. Ja, Mist. Lehm. Ups. Gemischter Saat wird wirklich immer besser. Schmeiße ich gleich weg. Wie gesagt, die bringt es einfach nicht. Jetzt keine 50 mal sagen, wir könnten hier fischen, aber da kriegt man den Fisch wahrscheinlich nicht. Nee, kriegen wir auch nicht. Aber das wird zu nah. Lehm. Na toll, das hat sich echt rentiert. Das hat sich sowas von rentiert. Ja, ich möchte jetzt auch nicht in die Mine. Tut mir leid, heute habe ich keinen Bock. So. Hi, me. Höchstens fischen können wir heute noch gehen. Für den Hering oder so. Fiep. So, dann bringen wir mal das wertvolle Gut, was wir da gefunden haben, heim. So, ein bisschen Baulehm, ein bisschen Stein. Das ist sehr gemein. So, gut Leute, dann würde ich sagen, da es schon eine halbe Stunde wieder rum ist, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt natürlich beim nächsten Mal, müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Tschüss, sagt euer Lego.